So, hallo und ganz herzlich willkommen zu unserem Livestream hier für den VHB-Kurs Mobile Apps für Android. Ich darf Sie auch diese Woche ganz, ganz herzlich begrüßen. Jetzt mal zu einer etwas anderen Zeit und wahrscheinlich auch für den Rest des Semesters immer um diese Uhrzeit, montags 18 Uhr. Wenn Sie mich hören können, wenn Sie mich sehen können und wenn Sie auch schon da sind, dann können Sie auch kurz Hallo sagen. Schreiben Sie einfach was in den Chat rein. Dann weiß ich, dass Sie auch da sind, dass Sie zuhören, dass Sie auch zuhören können. Und bin ich ganz so allein hier. Okay. Ich hoffe mal, technisch klappt alles, Sie können mich gut hören, Sie können mich gut verstehen. Wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann schreiben Sie einfach. Ich sehe auch die ganze Zeit den Chat, werfe da immer so einen Blick nach oben, das erkennen Sie dann, wenn ich nicht mehr so ganz in die Kamera schaue. Und wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dann versuche ich die auch immer zeitnah zu beantworten. Was haben wir heute zusammen vor? Ich werde, und das werden wir wahrscheinlich jede Woche so machen, am Anfang vielleicht ein paar organisatorische Hinweise geben für die Leute, die jetzt aus ganz anderen Gründen hier in diesem Stream plötzlich aufgeschneit sind oder eingeschneit sind oder dazugestoßen sind. Ganz kurz eine Einordnung. Das Ganze hier ist Teil von einer Lehrveranstaltung und zwar Teil von einem Kurs Mobile Apps für Android in der Virtuellen Hochschule Bayern. Und damit Sie nicht so ganz alleine sich nur mit den Lernmaterialien dort beschäftigen müssen, biete ich jede Woche diesen Stream an, in dem wir dann ein bisschen gemeinsam praktisch an den Kursinhalten arbeiten. Das heißt, kleinere Android-Apps bauen und dabei uns ein paar Methoden und Techniken, die dafür sinnvoll sind, ein bisschen genauer anschauen. Deshalb am Anfang auch so ein paar organisatorische Hinweise, die vielleicht dann eben nicht für alle Zuschauer, Zuschauerinnen interessant sind, aber für die Leute, die diesen Kurs dann besuchen, auf jeden Fall ganz wichtig sind. Fangen wir mal an. Ilias ist immer noch problematisch, also der Zugriff auf dieses E-Learning-System funktioniert immer noch nicht so, wie er funktionieren sollte. Vielleicht ganz kurz mal die Frage an Sie im Chat, weil ich habe es letzte Woche schon gesagt, das selber so gar nicht genau beurteilen kann, was da jetzt genau nicht funktioniert. Ich weiß, dass vor allem für die Leute, die sich erst in den letzten Tagen oder in der letzten Woche angemeldet haben, dass die auf jeden Fall gar nicht funktioniert. Wie schaut es denn bei Ihnen jetzt die Zuschauer aus? Können Sie sich im Moment im Ilias-Kurs anmelden oder funktioniert das bei allen Leuten noch nicht? Okay, also da kommt schon mal ein Nein. Bei einigen funktioniert es. Ich habe mal die Vermutung, dass das bei den Leuten eher funktioniert, die sich schon vor Semesterbeginn angemeldet haben. Generell ist es so, für viele funktioniert es im Moment nicht. Es wird an einer Lösung gearbeitet, die hoffentlich im Laufe dieser Woche dann auch ausgerollt wird. Ich habe da nicht so viel Einblick, weil das ja alles die Kollegen und Kolleginnen aus Passau machen. Für diejenigen, die sich jetzt nicht in diesem Ilias-Kurs, in diesem E-Learning-Kurs anmelden können, ganz kurz der Hinweis: Im Discord finden Sie alle Informationen, die wichtig sind. Wenn Sie dann den Link noch nicht bekommen haben, schauen Sie mal in Ihre E-Mails rein, die Sie so in den letzten Tagen bekommen haben. Ich habe das mehrfach rumgeschickt und da finden Sie unter anderem auch eine Möglichkeit, als Gast auf das E-Learning-System der Uni Regensburg zuzugreifen. Und da habe ich dann noch mal eine Kopie von dem Ilias-Kurs erstellt. Und ganz wichtig, gerade wenn Sie sich vielleicht noch nicht zu Semesterbeginn direkt angemeldet haben, wenn Sie diesen Kurs besuchen, kann es sein, dass Sie so einen Qualifikationstest bestehen müssen, der normalerweise in der ersten Woche über diesen Ilias-Kurs absolviert wird. Das funktioniert jetzt natürlich nicht. Zwei Sachen dazu. Sie haben die Möglichkeit, das über ein alternatives System abzulegen, diesen Test. Links dazu gibt es im Discord. Und den Bearbeitungszeitraum haben wir bis zum 9. Mai, also nächsten Montag, verlängert. Das war es jetzt erstmal so von den organisatorischen Hinweisen. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwas Wichtiges vergessen habt. Wenn Sie irgendwelche organisatorischen Fragen haben, die Ihnen jetzt auf den Nägeln brennen, gerne posten.
den Hinweis mit der Stream-Kategorie, den nehme ich natürlich gerne auf und stelle das da gleich da, später um. Danke für den Hinweis. Ich warte noch mal kurz eine Minute, ob es von Ihrer Seite noch organisatorische Hinweise gibt oder Fragen gibt. Und während ich darauf warte, kann ich ja schon mal sagen, was wir heute vorhaben hier im Stream. Ich würde gerne gleich mit Ihnen kurz durchgehen, was Sie so aus der letzten Woche behalten haben sollten, also was Ihr Wissensstand, Ihr Lernfortschritt vielleicht sein sollte im Kurs jetzt genau in diesem Moment. Dann würde ich mir gerne anschauen, was denn Neues dazugekommen ist oder was jetzt in dieser Woche unser zentrales Thema ist. Wir sind ja immer noch so in den Grundlagen, beschäftigen uns ganz rudimentär mit den Bausteinen, aus denen so eine Android-App aufgebaut ist. Und dann möchte ich das auch mit Ihnen ausprobieren und ein kleines Beispiel implementieren, eine kleine App, mit der wir uns Informationen zu Entwurfsmustern, das ist ein ganz wichtiges Thema in der Softwareentwicklung, anschauen können. Und an diesem einfachen Beispiel schauen wir uns dann nochmal an, wie man so User Interfaces ganz rudimentär in Android aufbauen kann, also noch nichts Spektakuläres. Das wird dann nach der nächsten Woche ein bisschen spannender. Und wie wir zwischen zwei Activities mit Intents hin und her wechseln können. Auch das noch ganz, ganz rudimentär, ohne irgendwelchen Datenaustausch. Auch das kommt dann in der nächsten Woche. Und dabei möchte ich mich auch noch so ein bisschen mit Ihnen über vielleicht die ein oder andere Idee unterhalten oder Ihnen ein bisschen was vormachen, wie man halbwegs schön dieses Beispiel dann auch in Java-Code umsetzen kann. Also wir wiederholen vielleicht nochmal so ein bisschen was zu Enums, ein paar grundlegende Herangehensweisen, wie man in Java und dann speziell auch in Android vielleicht Klassen gut aufbaut, Code qualitativ hochwertig gestaltet und das auch schon bei diesen kleinen Beispielen umsetzen kann. Wir benutzen immer noch Java. Hintergrund oder der Grund dafür ist der gleiche wie im letzten Jahr auch. Die meisten Leute, die den Kurs besuchen, haben Erfahrungen mit Java und weil das für viele ja auch nicht nur ein Android-Kurs, sondern so ein Programmieren-2-Kurs ist, Einführung in die Anwendungsentwicklung, nicht nur Apps, sondern allgemein Software mit UI, die irgendwas Sinnvolles tut, bleiben wir bei Java, damit wir dann nicht auch noch auf eine Programmier Sprache auf eine neue umsteigen müssen. Also dient einfach dazu, dass wir uns auf die neuen Inhalte konzentrieren können und nicht parallel dazu auch noch eine neue Programmiersprache lernen müssen. Aber nochmal der Hinweis, den ich letzte Woche auch gesagt habe, wenn Sie schon viel Erfahrung mit Java haben, dann schauen Sie sich doch parallel dazu auch nochmal Kotlin an. Das ist die Programmiersprache, die man wahrscheinlich eher einsetzen würde für Android-Entwicklung. Beides geht noch. Also ich glaube auch nicht, dass jetzt irgendwie in den nächsten Wochen plötzlich die Java-Unterstützung in Android deaktiviert wird. Das werden sie auch noch ein paar Jahre so nutzen können. Aber eigentlich würde man Kotlin einsetzen. Und das Gute ist, wenn sie sich relativ gut mit Java auskennen oder mit einer ähnlichen Programmiersprache, ist da der Umstieg jetzt auch nicht so groß. Aber wir bleiben bei Java, damit kennen wir uns aus. Und da müssen wir nicht alles gleichzeitig uns neu anlernen. Aber ich glaube, jetzt organisatorische Fragen kommen gar nicht mehr. Dann würde ich vorschlagen, dass wir mal wirklich einen kleinen Blick auf die Lernmaterialien oder so inhaltliche Einordnung werfen. Dazu brauche ich, glaube ich, diesen Bildschirm. Und wir gehen das jetzt einfach mal ganz kurz durch. Diese Folien, falls die Ihnen irgendwie jetzt helfen sollten, ich bezweifle es. Fürs Selbststudium, glaube ich, sind die nicht so gut geeignet. Die finden Sie alle in Ilias bzw. in diesem Backup-Kurs im GRIPS-Kurs. Ich habe auch schon die Codebeispiele für diese. Genau. Also da kommt auch nochmal ein Hinweis von Patrick wahrscheinlich, unserem Tutor, dass Java gerade auch für die Regensburger Studierenden auch weiterhin die Programmiersprache sein wird, die sie so durchs Studium begleiten wird. Wir lernen noch JavaScript mindestens und noch ein bisschen Python, aber von Java werden sie nicht so schnell loskommen. Und ich glaube, das ist in vielen anderen Universitäten auch noch so.
Jetzt aber zu dem, was wir uns heute anschauen. Nochmal, diese Folien finden Sie in den ganzen E-Learning-Kursen. Wie hilfreich die jetzt für Selbststudium sind, weiß ich nicht. Können Sie selber entscheiden, was steht auf den Folien drauf. Zum Beispiel, was Sie aus der letzten Woche denn so alles behalten haben sollen. Das ist für mich immer ganz wichtig, dass ich Ihnen vielleicht so eine kleine Einordnung gebe. Was sind denn die Sachen, die Sie durch die Lernmaterialien der letzten Woche jetzt vielleicht nicht auswendig runterprogrammieren können sollten, aber von denen Sie schon mal gehört haben sollten und die Sie dann auch irgendwie erinnern können sollten. Also an was sollten Sie sich aus der letzten Woche erinnern? Was sollten jetzt keine böhmischen Dörfer mehr sein, sondern was sollten Sie für sich auch vielleicht in Android jetzt schon wissen? Dazu gehört zum Beispiel so ein ganz kleines bisschen Grundlagenwissen. Also Sie müssen nicht wissen, wie viele Versionen von Android es schon gab und was da jetzt irgendwie die technischen Finessen irgendwie sind und was jeweils neu dazugekommen ist. Aber Sie sollten so ungefähr wissen, dass Android jetzt mittlerweile schon eine relativ lange Geschichte hat, woher das so kommt, was die ursprünglichen Ideen waren. Und Sie sollten so ein Konzept davon auch im Hinterkopf haben, dass Android sich ständig weiterentwickelt, dass es immer neue Versionen gibt und dass mit diesen neuen Versionen auch immer neue Dinge möglich sind und für Sie als Entwickler und Entwicklerin vielleicht auch Dinge anders gehandhabt haben werden müssen. Das ist vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Hinweis jetzt am Anfang von diesem Kurs. Das, was Sie jetzt hier lernen, ist so halbwegs aktuell. Manchmal machen wir bewusst oder auch unbewusst Dinge nicht so ganz tagesaktuell. Zu Kotlin habe ich schon was gesagt, aber im Grunde genommen versuchen wir Ihnen schon zumindest jetzt mit Java die Sachen so beizubringen, wie man das auch wahrscheinlich machen würde. Heißt aber auch, wenn sich Android ständig weiterentwickelt, dass wenn Sie vielleicht in einem Jahr oder in anderthalb Jahren in irgendeinem Kurs dann mal eine Android-App entwickeln müssen für irgendwie ein Projekt, dass sich die Dinge auch geändert haben können. Das heißt, werfen Sie dann auch eine Zeit lang nach diesem Kurs immer mal wieder einen Blick, wenn Sie eine neue App entwickeln müssen, auf den State of the Art. Halten Sie Ihr Wissen aktuell. Das, was Sie jetzt lernen, wird vor allem auch, weil wir ja Dinge uns anschauen, die gar nicht so nur was mit Android zu tun haben, weiter bestehen. Das ist nicht falsch, aber vielleicht die ein oder andere API, die wir nutzen, die ein oder andere Art und Weise, wie man das Android SDK nutzt, das kann in einem Jahr vielleicht schon nicht mehr so aktuell sein. Also das immer im Hinterkopf behalten. Sie lernen hier vielleicht allgemeine Dinge, aber die spezifischen Funktionen, die spezifischen Herangehensweisen, wie man jetzt ganz konkret bestimmte Dinge in Android umsetzt, das kann sich alles ändern. Und dafür sollten Sie so ein Gespür mittlerweile durch die erste Vorlesungseinheit entwickelt haben, dass es einfach eine Geschichte hat, dieses Android-Betriebssystem und dass sich Funktionalitäten, Features etc. mit der Zeit ändern. Sie sollten vielleicht ganz grob wissen, wie dieses Betriebssystem funktioniert oder vielleicht eher gesagt, Sie sollten wissen, wo Sie nachschlagen können, wenn Sie sich vielleicht nochmal anschauen müssen, wie jetzt technisch dieses Betriebssystem gegliedert ist, auf welchem Level vielleicht dann Ihre App tatsächlich auch sich abspielt und auf welchen Leveln vielleicht ganz explizit sich Ihre App eben nicht abspielt, weil die ganz bewusst in diesem Konzept, das hinter dem Android-Betriebssystem steckt, vor Ihnen als Entwickler und Entwicklerin und auch vor den Nutzern und den Nutzerinnen Ihrer Apps dann verborgen sind. Ganz wichtig, Sie sollten sich klar machen, dass wenn Sie mobile Apps entwickeln, aus verschiedenen Gründen es noch viel wichtiger ist, als vielleicht bei einer Desktop-Anwendung einen großen Wert auf Gebrauchstauglichkeit zu legen. Zum Beispiel deshalb, weil mobile Apps halt die Art von Software sind, die die meisten Nutzer und Nutzerinnen kennen und mit denen die Nutzer und Nutzerinnen auch Erfahrung haben. Ich habe das in der letzten Woche in den Lernmaterialien versucht, so ein bisschen unterzubringen. Smartphones sind der Computer per se für wahrscheinlich die meisten Menschen, die aktuell Software nutzen. Der Anteil der Leute, die zumindest im privaten Bereich vielleicht noch einen Desktop-Rechner nutzt, die werden immer geringer.
Smartphones sind für viele Leute der erste und vielleicht auch der einzige Computer, der primär genutzt wird. Und deshalb hat man so einen gewissen Anspruch daran, wie Apps funktionieren. Man erwartet gewisse Dinge, auf, dass die auf eine ganz bestimmte Art und Weise gelöst werden. Und das ist für Sie als Entwickler und Entwicklerin von Apps vielleicht jetzt noch mal ein bisschen wichtiger als bei einer Desktop-Anwendung, wo diese Erwartungshaltung vielleicht eine etwas andere ist, dass Sie sich an diese Regeln halten. Also Usability, das Entwickeln von gebrauchstauglicher Software ist ganz, ganz wichtig bei mobilen Apps und gleichzeitig aber auch vielleicht ein bisschen leichter zu erreichen als bei Desktop-Anwendungen, weil wir sehr genaue Guidelines haben, die uns von den Anbietern dieser Plattform vorgegeben werden, wie denn jetzt eine zum Beispiel Android-App ausschauen und sich verhalten soll. Also Usability relativ einfach zu erreichen, aber auch sehr, sehr wichtig für eine gute App. Und was Sie auch schon mitbekommen haben sollten, spätestens seit den Übungsblättern der letzten Woche, wir benutzen eine ganz bestimmte Software, um diese Apps zu bauen, nämlich Android Studio. Das ist die Entwicklungsumgebung. Diejenigen von Ihnen, die schon mit IntelliJ gearbeitet haben, denen wird das sehr vertraut vorkommen, weil Android Studio auf IntelliJ basiert. Und in diesem Tool, und wir schauen uns das heute ja auch nochmal ein bisschen genauer an, sind alle Werkzeuge vereint, die Sie brauchen, um so eine App zu bauen. Also das Einzige, was Sie so tun müssen, ist, sich Android Studio zu installieren und mehr eigentlich nicht. Alles, was dann noch zusätzlich an Materialien benötigt wird, kann man über Android Studio einrichten und installieren. Das ist so das, was wir in der ersten Woche behandelt haben. Wir haben dann so ein kleines Hello World-Programm auch geschrieben, damit Sie mal eine App auch zumindest einrichten in Android Studio und starten und vielleicht den Ausgabetext verändern. Aber heute wird es dann ein bisschen umfangreicher. Machen jetzt keinen riesigen Sprung, aber zumindest bauen wir mal ein bisschen Programmlogik ein. Was schauen wir uns heute an oder was sind die Themen so von dieser Kurswoche? Wir machen ganz, ganz einfache User Interfaces. Nächste Woche wird es dann ein bisschen spannender und auch ein bisschen, sagen wir mal, bequemer. Wir kümmern uns heute noch nicht so sehr darum, wie man so ein User-Interface dann auch gut strukturiert. Es bleibt alles bei ganz einfachen Linear-Layouts. Und im Wesentlichen benutzen wir auch nur Textfelder und Buttons. Aber zumindest das machen wir schon mal. Wir schauen uns an, wie man zwischen zwei Activities, und Activities haben Sie hoffentlich schon kennengelernt aus den Kursmaterialien, so als Grundbaustein einer App. Weiß nicht, ob das immer stimmt, aber man kann so sagen, ein Screen, also ein Bildschirm, den Sie von einer App sehen, das ist immer eine Activity und die bildet normalerweise so einen in sich geschlossenen kleinen Bereich einer Anwendung ab, ein bestimmtes Feature, was da umgesetzt werden kann. Und wir schauen uns heute an, wie wir, wenn wir mehrere dieser Screens innerhalb unserer Anwendung haben, ganz bewusst zwischen denen hin und her schalten können. Und was wir uns auch anschauen, ist, wie wir Inhalte, die in unserer Anwendung verwendet werden, zum Beispiel irgendwelche Texte, die wir im User Interface anschauen, korrekt in Android abspeichern, denn das haben Sie auch in den Lernmaterialien hoffentlich schon gesehen. Wir versuchen zu vermeiden, dass wir irgendwelche Beschriftungen von Buttons oder irgendwelche Texte, die dann zum Beispiel jetzt in diesem Pattern Guide, den wir heute erstellen, im User Interface angezeigt werden, auf im Java Code oder in den Layout-Dateien direkt anlegen. Wir lagern das aus in bestimmte XML-Dateien, auf die wir dann von den unterschiedlichen Stellen unserer Anwendung ganz gezielt zugreifen können. Also so ein bisschen dieses Resource Handling schauen wir uns heute auch an. Und was wir uns heute auch anschauen, sind noch mal so ein paar Java Basics. Sie erinnern sich noch mal, wie so ein Enum funktioniert. Wenn Sie den OOP-Kurs bei mir besucht haben, wissen Sie, dass ich ein großer Fan von Enums bin. Das setzen wir jetzt nahtlos fort und erinnern uns mal noch so ein bisschen daran, was das für coole Features in Java sind. Und das machen wir alles an einem ganz konkreten Beispiel, nämlich diesem Pattern Guide, den ich Ihnen jetzt gleich im Anschluss vorstellen werde. Ein Satz vielleicht noch. Wir werden heute und wahrscheinlich auch in der nächsten Woche in dem Stream auf eine Art und Weise programmieren, die so im Detail nicht dem entspricht, was man wahrscheinlich sinnvollerweise und richtigerweise für eine Android-App tun würde. Also ich habe schon gesagt, dass wir vielleicht
nicht die richtige Art von Layout benutzen, sondern so ganz einfache Linear-Layouts. Wir werden auch ganz viele Activities anlegen, obwohl eine eigentlich ausreichen würde, weil wir noch nicht so hundertprozentig wissen, wie man Daten zwischen Activities austauscht. Das heißt, da müssen wir andere Wege finden. Das wird sich alles im Laufe des Semesters ändern. Wir machen das aber ganz bewusst, weil wir schrittweise uns diesen Themen nähern. Und für die, die es gar nicht abwarten können, ich habe zusätzlich zu dem Lösungsvorschlag der App, die wir heute entwickeln werden, auch nochmal eine etwas, also nicht sehr anspruchsvollere, aber etwas schöner entwickelte Version bereitgestellt. Wenn Sie sich die anschauen, dann machen Sie das aber am besten in Kombination mit den Lernmaterialien dann für die nächste Woche, weil da zum Teil Dinge genutzt werden, die wir diese Woche noch gar nicht behandelt haben. Also das so ein bisschen zur Einordnung. Dann lassen Sie uns mal einen Blick auf das werfen, was wir heute vorhaben. Ich möchte mit Ihnen gleich als erstes eine kleine nützliche Anwendung implementieren, die Ihnen vielleicht sogar ein bisschen was hilft. Wir beschäftigen uns inhaltlich in dieser App mit Design Patterns oder Entwurfsmustern. Kurze Frage, an den Chat. Wem sagt dieser Begriff Entwurfsmuster etwas im Kontext der Programmierung oder Softwareentwicklung? Schreiben Sie mal ja, nein in den Chat rein, ob Ihnen das was sagt oder nicht sagt. Okay. 50-50 im Moment. Entwurfsmuster so als eine Art Best Practice, die beschreibt, wie man ein Problem oder eine Kategorie von Problemen, die immer und immer wieder auftauchen, wenn man Software entwickelt, sinnvoll lösen kann. Das sollte Ihnen vielleicht schon so ein Begriff sein, wenn Sie in diesen Kurs einsteigen. Vielleicht haben Sie schon mal sowas von sowas wie dem Observer Pattern gehört. Sagt das den Leuten, die jetzt am Anfang noch Nein gesagt haben, vielleicht eher was? Observer-Pattern schon mal gehört oder Listener-Pattern vielleicht auch, je nachdem, wie sie das beschrieben bekommen haben. Also Design-Patterns, nochmal, sind gesichertes Wissen, das sich aus der praktischen Softwareentwicklung herausgearbeitet hat. Und die Idee ist immer, wenn ich Software entwickle, dann mache ich zwar immer neue Software, die immer was Spezielles macht, aber die Art und Weise, wie ich bestimmte Dinge löse, es bleibt eigentlich immer gleich. Wenn ich zwei Objekte habe und das eine Objekt kann seinen Zustand verändern und andere Objekte müssen informiert werden, wenn sich dieser Zustand ändert. Praktisches Beispiel, ich habe einen Button, der wird angeklickt und da muss irgendjemand anders wissen, dass dieser Klick erfolgt ist. Dann ist sowas wie das Observer-Pattern eine einheitliche Lösung. Die kann ich immer so anwenden. Ich sorge dafür, dass diese beiden Objekte am Anfang so einen Vertrag aushandeln, dass sich das eine Objekt bei dem anderen registriert und merkt sich dieser Button, dass es da irgendjemanden gibt, der sich für diese Klicks interessiert. Und dann sorge ich dafür, dass wenn das eigentliche Ereignis oder diese Zustandsänderung eintritt, dann das andere, Objekt, was sich vorher registriert hat, in dem Moment informiert wird. Und das finden Sie immer wieder, wenn Sie UI-Software erstellen, dass Sie immer wieder, egal was das für eine Software ist, diese bestimmte Konstellation an Objekten haben in der objektorientierten Programmierung. Und in anderen Paradigmen wird das ein bisschen anders, aber sehr ähnlich gelöst. Und dann kann man das einmal aufschreiben, wie dieses Grundkonzept funktioniert, und dann implementiert man das immer anhand dieser Vorlage. Zu einem Pattern gehört noch ein bisschen mehr. Da kommen wir dann vielleicht später im Semester noch dazu. Es ist nicht nur das Problem und eine beliebige Lösung, sondern es ist auch eine Einordnung, eine Kategorisierung von diesen Pattern, Anwendungsbeispiele in einer abstrakten und in einer konkreten Form. Und was wir in dieser App bauen, ist, wir nehmen eine Sammlung von solchen Entwurfsmustern, die liegen uns als Text vor, und wir bauen uns eine kleine App, mit der wir uns diese Patterns durchlesen können. Wir benutzen dazu bekannte Patterns aus dem Bereich der objektorientierten Programmierung, und die sind in verschiedene Kategorien geteilt. Es gibt Patterns, mit denen wir Probleme lösen können, die beim Erzeugen von Objekten auftreten.
Es gibt Patterns, die wenden wir an, wenn wir Objekte strukturieren möchten. Und es gibt Patterns, die wir verwenden, wenn wir das Verhalten von Objekten oder Probleme, die in dem Kontext auftreten, anpassen möchten. Und unsere App, die startet hier, das sehen Sie links in dem Screenshot, mit so einem kleinen Menü. Da können wir diese verschiedenen Kategorien auswählen. Und wenn wir eine dieser Kategorien ausgewählt haben, dann wechseln wir in eine andere Activity. In dieser Activity wird das erste Pattern, das wir haben, das ist jetzt in diesem konkreten Beispiel das Strategy Pattern, erklärt. Und wenn wir möchten, können wir auf Next Pattern klicken und dann wird das nächste Pattern dieser ausgewählten, jetzt in diesem Fall Behavior Pattern Kategorie angezeigt. Also so ein kleines Nachschlagewerk, in dem wir immer Erklärungen zu einzelnen Design Patterns sehen. Und das versuchen wir zu implementieren. Und wie machen wir das? Wir werden erstmal uns überlegen, wie wir diese Pattern innerhalb unseres Java-Codes repräsentieren können. Wenn wir da eine gute Lösung für gefunden haben, das machen wir relativ schnell, weil das für die meistens nichts Neues sein wird, sondern eher so ein bisschen Java-Wiederholung. Dann kümmern wir uns um den Android-Aspekt. Wir bauen uns zuerst dieses Menü, diese Start-Activity oder Main-Activity, wo so ein kleiner Erklärungstext zur App angezeigt wird und dann diese drei Buttons. Und dann überlegen wir uns, wie wir diese drei Activities für die drei Kategorien an Patterns, die wir darstellen möchten, umsetzen können. Wenn es drei Kategorien an Patterns sind und drei Activities, das müssen wir jetzt heute nochmal so lösen, merken wir aber vielleicht trotzdem, dass das wahrscheinlich dreimal fast die gleiche Lösung ist. Und da werden wir ein bisschen mit objektorientierter Programmierung bzw. mit Vererbung arbeiten und so eine Standard-Activity bauen, die generisch das Anzeigen und das Durchschalten von Patterns einer bestimmten Kategorie implementiert. Dann bauen wir uns davon drei ganz konkrete Pattern-Activities für die verschiedenen Kategorien. Und als letztes sorgen wir dann dafür, dass, wenn ich in dem Hauptmenü auf einen dieser Buttons klicke, die dazugehörige Activity mit den jeweiligen Kategorien angezeigt wird. Nochmal der Hinweis, das kann man alles viel schöner machen. Sollten wir in Zukunft auch schöner machen, aber wir nutzen ganz bewusst jetzt heute mal eine etwas andere Herangehensweise, um uns einfach diesen Grundlagen zu nähern. Also normalerweise würde man das, das werden Sie dann am Ende vielleicht auch sehen, nicht so tun, wenn man Android-Apps entwickelt. Heute machen wir es aber ganz bewusst so, weil wir uns einfach diese Grundlagen, Layout, Design und Intents nochmal anschauen möchten. Wenn Sie da mitmachen möchten, jetzt habe ich, glaube ich, gerade das habe ich gesucht. Die Kameraeinstellung wollte ich haben. Wenn Sie mitmachen möchten, dann können Sie sich über einen Link, den ich zur Sicherheit jetzt gleich nochmal posten werde im Twitch-Chat hier, ein Android Studio-Projekt herunterladen. Das ZIP, das entpacken Sie einfach irgendwo auf Ihrem Rechner und dann öffnen Sie diese Datei. Und dann können Sie direkt mit mir gemeinsam loslegen in diesem rudimentären Android Studio Projekt, was ich da vorbereitet habe, diese App-Idee umzusetzen. Und während Sie das machen, während Sie das herunterladen und dieses Projekt in Android Studio öffnen, zeige ich Ihnen mal, wie diese App ganz am Ende funktionieren soll. Dazu wechsle ich jetzt auf meinen Bildschirm. Und da sehen Sie, ich habe die fertige App schon in meinem Android Studio aufgemacht. Und hier ist die auch im Emulator ausgeführt. Also das ist der finale Zustand, den wir vielleicht heute erreichen. Wir haben dieses Hauptmenü. Was sind Design Patterns, wird da erklärt. Und dann kann ich mir zum Beispiel mal die Creational Patterns anschauen. Und dann wird mir hier etwas zu einer Abstract Factory erklärt. Vielleicht nicht unbedingt das beste Pattern, um Ihnen das noch mal ganz schnell in 5 Minuten zu erklären. Es geht darum, wie kann ich eine bestimmte Art von Objekten, solche Factories, benutzen, um Objekte, die sich sehr ähneln, sehr schnell im Code zu erstellen. Vielleicht habe ich irgendwie einen komplexen Konstruktor mit ganz vielen Parametern. Vielleicht habe ich einen sehr komplexen Konstruktionsvorgang, weil Objekte irgendwo registriert werden müssen oder so. Und wenn dieser Konstruktionsvorgang sehr kompliziert ist, dann kann ich solche Patterns zum Beispiel benutzen, um den
Konstruktionsvorgang zu vereinfachen. Wenn wir jetzt weitergehen, kommen wir zum nächsten Pattern, Bilder-Pattern. Das ist was, was vielleicht einige von Ihnen schon mal irgendwo gesehen haben. Auch hier wieder die Frage, wem von Ihnen sagt zum Beispiel der String-Builder in Java was? Haben Sie schon mal den String-Builder, die String-Builder-Klasse beim Programmieren mit Java verwendet? Das ist nämlich so zu 90% eine Implementierung von diesem Builder-Pattern. Strings kann man ja in Java mit dem Plus-Operator verketten. Das ist zumindest stets irgendwo nicht die beste Art und Weise. Spoiler, es ist nahezu egal, ob Sie dieses Pluszeichen oder den String-Builder benutzen, weil am Ende der Compiler oder die Runtime das eh optimiert hin zu der Verwendung von dem Builder. Aber die grundsätzliche Idee ist, ich erstelle mir so ein Objekt, den String-Builder, da packe ich nach und nach über verschiedene Methoden die einzelnen Bestandteile meines Strings rein und ganz am Ende, wenn ich fertig bin, erzeuge ich mir diesen zusammenhängenden String. Und das folgt so ein ganz kleines bisschen, ich würde mal sagen, zu 90% diesem Bilder-Pattern, was jetzt hier an dieser Stelle gerade in der App erklärt wird. Nochmal, Klammer auf, Hintergrundwissen Java, Sie können auch dieses Pluszeichen verwenden, wenn Sie sich sicher sind, dass am Ende die Laufzeitumgebung das eh in diese Richtung optimiert. Dann kann ich wieder zurückwechseln mit der Back-Taste auf meinem Smartphone, komme wieder in dieses ursprüngliche Menü und kann mir dann zum Beispiel auch sowas wie diese Structural Patterns anschauen, wie funktioniert so ein Adapter, was ist ein Composite, das ist ein Objekt, was aus vielen anderen Objekten seine Funktionalität zusammensetzt, wie funktioniert so ein Decorator, was ist ein Flyweight, also ein ganz einfaches, möglichst wenig komplexes Objekt. Und das ist die Idee von dieser App. Wir haben so einen kleinen Katalog an Entwurfsmustern und können uns da durchklicken. Wie schaut es bei Ihnen aus? Haben Sie das Starterpaket runterladen können? Und haben Sie das in Ihrem Android Studio aufgemacht? Okay, also einmal schon eine positive Rückmeldung. Ich habe jetzt gerade im Hintergrund das Gleiche gemacht und bei mir schaut das jetzt so aus. Kurzer Überblick über das Projekt. Ich habe hier eine Activity, die wird auch geöffnet, wenn die App gestartet wird. Die schaut jetzt hier im Moment nochmal so aus. Wenn bei Ihnen diese Fehlermeldung hier kommt, Invalid VCS Root Mapping, einfach ignorieren. Gehen wir demnächst mal drauf ein, was das heißt. Heute ist das egal. Updates mache ich jetzt im Moment auch nicht. Das ist, glaube ich, im Livestream eine etwas blöde Idee, Android Studio zu upgraden. Wenn ich die App in dem Zustand, wie Sie die jetzt auch bekommen haben, gestartet habe, dann haben Sie hier so einen leeren Screen, den Sie sehen, wenn die App im Emulator dann das erste Mal gestartet wird. Und das ist mehr oder weniger auch alles, was ich vorgegeben habe. Ich habe noch diese Layout-Datei vorgegeben, also diese XML-Datei, die dieses Layout, was von dieser Main-Activity verwendet wird, definiert und da ist nichts drin, deshalb auch ein leerer Bildschirm. Und was Sie auch, und das ist der einzige eigentliche Grund, warum ich Ihnen ein Starterpaket vorgegeben habe, weil Sie hätten diesen Zustand auch einfach direkt mit einem neuen Projekt erreichen können, ist einmal Farbschema, was nicht so wichtig ist, vor allem aber das hier. Ich habe Ihnen eine Datei strings.xml vorgegeben. Können wir auch den Emulator mal kurz zusammenklappen, damit wir ein bisschen mehr vom Screen sehen. Und da finden Sie ganz, ganz viele Texte, die wir jetzt brauchen, um diese App zu entwickeln. Zum Beispiel finden Sie hier drei in XML definierte Arrays. Eigentlich sind es nur XML-Elemente, aber Sie werden gleich oder später sehen, dass wir aus diesen XML Elementen in Android dann relativ leicht Arrays machen können. Und was in diesen Arrays jeweils beinhaltet sein wird, sind diese Strings, die Sie hier in diesem Item-Element sehen. Und da sind die eigentlichen Patterns oder diese textuellen Informationen zu den Patterns vorgegeben. Das heißt, wir haben für die Kategorie Creational Patterns
für die Kategorie Behavioral Patterns, für die Kategorie Structural Patterns jeweils fünf, glaube ich, verschiedene Patterns vorgegeben in dieser Ressourcendatei. Und die bestehen immer aus einem Titel für das jeweilige Pattern und einem Text, der dieses Pattern beschreibt. Und die sind getrennt durch so einen Semikolon. Was wir jetzt machen werden als erstes ist, wir werden uns in unserem Java-Code ein bisschen was an Java-Klassen schreiben, mit denen wir diese Patterns dann innerhalb unserer App repräsentieren können, weil das hier ist natürlich ein bisschen kompliziert. Ich würde gerne so schnell wie möglich, wenn diese App gestartet wird, aus diesen beiden Informationen, Titel und Beschreibungstext ein schönes Java-Objekt haben, mit dem ich diese Informationen dann innerhalb der App behandeln kann. Sie haben es vielleicht auch schon im Kopf. Wahrscheinlich wird das sowas sein wie ein Objekt, was zwei Eigenschaften hat, Titel und Description, am besten immutable, weil diese Patterns sich nicht ändern. Und was ich auch haben möchte, ist so ein Objekt, was eine Ebene darüber angesiedelt ist, was nämlich für die jeweilige Kategorie dann ein Array an genau diesen Patterns beinhaltet, also so eine Art Pattern Collection vielleicht, und dass ich dann in den verschiedenen Activities benutzen kann, um mir immer das nächste und nächste und nächste Pattern aus dieser Kategorie auszulesen. Also ein kleines bisschen Objektorientierung jetzt zu Beginn, um erstmal diesen Datenbestand unserer Anwendung in den Griff zu bekommen, damit wir möglichst schnell von diesen Ressourcen hier, das ist nur eine Möglichkeit für uns innerhalb des Quellcodes, innerhalb der App, die Daten, die wir in der App brauchen, anzulegen, unabhängig von unserem Quellcode und unabhängig von den Layout-Dateien. Und ich möchte so schnell wie möglich davon wegkommen zu richtigen Java-Objekten, mit denen wir auch arbeiten können. Also diese Informationen parsen, Titel und Beschreibung nehmen, um daraus dann schöne Objekte zu haben, die wir innerhalb unserer Anwendung bearbeiten oder beziehungsweise verwenden können, um dann die Informationen im User Interface anzuzeigen. Fangen wir mal damit an. Als erstes würde ich gerne irgendwie eine Möglichkeit haben, diese Kategorien Creational, Behavioral und Structural Patterns oder diese drei Arten von Patterns in meiner Anwendung irgendwie repräsentieren zu können. Also ich hätte gerne irgendwie eine Möglichkeit, wie ich eine wahrscheinlich endliche Anzahl an verschiedenen Pattern-Kategorien möglichst schön in Java festhalten kann. Ich möchte irgendwie in meinem Code eine Stelle haben, wo ich sagen kann oder wo ich die Frage, was gibt es denn für Arten von Patterns beantworten kann mit, es gibt Creational Patterns, es gibt Behavioral Patterns und es gibt Structural Patterns. Und wenn Sie sich jetzt mal überlegen, wir haben so eine abgeschlossene Anzahl an Mustern oder vielleicht noch abstrakter, wir haben von etwas von irgendwelchen Kategorien, Ideen, Zuständen, was auch immer, eine abgeschlossene Anzahl, und wir möchten jeden dieser Zustände in der App im Quellcode eindeutig beschreiben können. Was kommt Ihnen da so ins Gedächtnis, wie man das in Java vielleicht machen könnte? Also so ein abgeschlossenes Set an Optionen, an Zuständen, in unserem Fall an Kategorien, möglichst sauber abzubilden. Irgendeine Idee, wie man das in Java und vielleicht auch in der ein oder anderen Programmiersprache machen könnte. Schreiben Sie mal in den Chat rein, wenn Ihnen dazu was einfällt. Enums, das ist eine sehr gute Idee, finde ich. Irgendjemand, der was dagegen hat, dass wir unsere Pattern-Kategorien als Enums abbilden. Schaut nicht so aus. Lassen Sie uns das doch mal machen, und wir starten damit, dass wir jetzt als erste neue Klasse bzw. als erstes neues Enum so ein Kategorien-Enum aufmachen. Das mache ich. Sie erinnern sich, wie IntelliJ wahrscheinlich funktioniert oder wie allgemein
Java-Programmierung funktioniert hier, indem ich eine neue Datei anlege. Enums, Klassen, Interfaces und so weiter sind immer irgendwo Dateien. Ich habe hier in Android Studio diese Übersicht über die Dateien meines Projektes. Kleiner Hinweis, das, was Sie hier sehen oder was jetzt in meinem Fall hier eingeblendet wird, ist nicht eins zu eins das oder ist nicht die Hierarchie, die auch wirklich so auf meiner Festplatte in dem Projektverzeichnis liegt. Ich kann ja mal schauen, ob ich das schnell hinbekomme, Ihnen das zu zeigen. Genau da. Also das hier ist mein Android-Projektverzeichnis, in dem die Dateien von diesem Projekt hier liegen. Und wenn Sie jetzt mal ganz genau hinschauen, dann schaut das hier ein bisschen anders aus. Also hier ist zum Beispiel so ein Ordner Manifest oder ein Ordner Java und den gibt es hier gar nicht. Das liegt daran, dass Android Studio, wenn Sie hier oben Android auswählen in dem Project Explorer, diese Dateien einfach in so einer virtuellen Struktur angibt, mit der man beim Android-Entwickeln ein bisschen besser zurechtkommt. Wenn ich hier Project Files auswähle, dann habe ich genau die Darstellung, wie sie auch im File Explorer anzufinden ist. Und wenn ich zum Beispiel dieses Android anwähle, dann ist es eine nochmal virtuelle Struktur, eine virtuelle Hierarchie, mit der man aber vielleicht ein bisschen besser zurechtkommen kann. Unter Java findet sich unser Quellcode. Da drin sind drei Pakete standardmäßig schon aufgebaut. Die sind schon vorbereitet für so Test-Driven Development. Da können wir in den verschiedenen Testkategorien unsere Unit-Tests schreiben, wenn wir das möchten. Und dieses Package, was einfach nur so heißt wie die App, Pattern Guide, das ist der Ort, wo unser Quellcode angelegt wird. Und da mache ich mir ein neues Package. Das nenne ich vielleicht einfach Patterns. Und da kommt alles rein, was jetzt nur mit der Repräsentation von unseren Patterns zu tun hat und was noch nichts mit dem User Interface zu tun hat. Das Erste, was wir da machen, ist, wir erstellen uns ein neues Enum. Ich mache das jetzt immer mit diesem Kontextmenü. Es gibt wahrscheinlich noch zig andere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Aber so funktioniert es auf jeden Fall. Dieses Kontextmenü hat, das schauen wir uns später auch an, ein paar Vorteile, weil wenn Sie zum Beispiel eine neue Activity über dieses Kontextmenü erstellen, dann werden Ihnen ein paar Arbeitsschritte, die normalerweise notwendig sind, um so eine Activity in der App auch wirklich verwenden zu können, gleich abgenommen. Also dieses Erstellen von neuen Klassen, speziell auch Activities über diese Kontextmenüs hat in Android Studio durchaus ein paar Vorteile. Wir stellen aber erstmal unser Enum und ich nenne das mal Pattern Category, also Singular, glaube ich, so eine Übereinkunft, dass man das bei Enums macht. Das Enum heißt so wie die singuläre Beschreibung dessen, was durch das Enum repräsentiert wird. Und wenn ich das bestätige, dann wird auch gleich diese entsprechende Datei angelegt. Und dann schreibe ich einfach mal die Liste hin. Was gibt es denn so für Patterns? Creational Patterns gibt es, Structural Patterns gibt es und es gibt die Behavioral Patterns. Also ganz einfaches Enum wird jetzt einfach heißen, wir haben genau diese Arten von Patterns, von Pattern-Kategorien zur Verfügung. Wenn Sie sich erinnern, Enums in Java sind ja eigentlich sowas wie Mini-Klassen, also in ihrer Funktionalität sehr reduzierte Klassen. Und deshalb können wir ein bisschen mehr mit Enums machen. Ich kann zum Beispiel mit jedem Eintrag in diesem Enum weitere Informationen verknüpfen. Ich kann zum Beispiel sagen, hinter jedem dieser Enum-Werte soll sich jeweils ein individueller Wert zum Beispiel noch verbirgen für sowas wie den Namen dieser Kategorie, weil ich vielleicht den nicht nur über den Namen dieser Konstanten in dieser Enum-Liste repräsentieren möchte. Die kann ich ja auslesen in Java. Über diesen Values, über die Values, Eigenschaft ist es, glaube ich, was, müsste eine Eigenschaft und keine Methode sein, die ich dann aus dem, hey, schreibe ich mal zu Ende hin, aus diesem Enum auslesen kann. Und wenn ich vielleicht eine zusätzliche
einen zusätzlichen Namen, der vielleicht in dem User-Interface dann schöner ausschaut, mit diesen Kategorien verknüpfen möchte, kann ich das machen. Ich kann einen Enum-Wert weitere Eigenschaften wie Instanzvariablen zuordnen. Das mache ich jetzt mal für den Kategoriennamen und mache ich auch für eine andere Information, nämlich für die Information, wo sich hier in meiner Ressourcendatei die Einträge für diese Kategorie an Patterns finden. Wenn Sie sich mit den Lerninhalten beschäftigt haben, werden Sie wissen, dass ich später im Java-Code auf zum Beispiel dieses Array oder auf diesen Text unter anderem mit so einer Ressourcen-ID zugreifen kann. Jedem dieser Einträge in der XML-Datei ist eine eindeutige ID im Hintergrund zugeordnet. Das ist ein Integer-Wert. Und mit dem, wenn ich den kenne, kann ich innerhalb einer Activity auf diese Werte zugreifen. Und was ich jetzt mache, ist, ich speichere mir für jedes dieser Pattern-Kategorien neben einem schöneren Namen auch den Integer-Wert von dieser Ressource. Ich nenne die Eigenschaft in meinem Enum in dieser Klasse Resource-ID. Das heißt, ich verknüpfe mit jedem dieser Enum-Werte einen schöneren Namen. Schreiben wir gleich auch hin, wie der jeweils heißen soll. Und einen Verweis auf diese Ressource innerhalb meines Android-Systems, in dem die einzelnen Patterns als durch einen Semikolon getrennte Strings, Titel und Description abgespeichert sind. Damit jetzt diese ganzen Fehler hier mal aufgehoben werden, hier sagt mir nämlich gerade Android Studio durch diese rote Unterkringlung, ich habe hier eine Final Instanzvariable gesetzt oder eine Instanzvariable mit diesem Final Modifikator versehen, setzt die aber nirgendwo, holen wir das jetzt nach, indem wir uns einen Konstruktor für unsere einzelnen Enum-Werte schreiben. Und diesem Konstruktor übergeben wir ein Category Name und eine Resource ID, sorgen dafür, dass diese beiden Instanzvariablen in dem Konstruktor gesetzt werden und haben dann fast alle Probleme gelöst, bis auf das kleine Problem, dass hier jetzt oben Fehler auftauchen. Denn wenn Sie sich erinnern, diese Liste in einem Enum ist nichts anderes als eine Reihe von Konstruktoraufrufen. Hier wird jedes Mal, wenn dieses Pattern, dieses Enum initialisiert wird, der Konstruktor von diesem Enum, Enums sind nichts anderes als Java-Klassen, aufgerufen. Solange wir keinen Konstruktor definiert hatten, war das überhaupt kein Problem, weil alle Objekte, alle Klassen, Entschuldigung, in Java, die keinen expliziten Konstruktor definiert haben, immer einen leeren Konstruktor haben, also einen parameterlosen Konstruktor hat jede Klasse, in der nicht explizit eine andere Form von Konstruktor definiert worden ist. Da wir das hier nicht mehr haben, weil wir hier den Konstruktor explizit gesetzt haben, funktioniert das jetzt hier nicht mehr. Und deshalb müssen wir in dieser Enumeration, also in dieser Aufzählung von unseren Enumswerten, die Parameter übergeben, mit der dann zum Beispiel dieses Creational, dieser Eintrag für die Creational-Kategorie durch diesen Konstruktoraufruf dann erzeugt wird. Das heißt, wir übergeben jetzt hierfür ein Category Name, Creational Pattern, und wir übergeben, das ist der zweite Parameter von unserem Konstruktor, diese Integer-ID, die auf genau die Stelle in unserer Ressourcendatei verweist, in der sich die Einträge für diese Kategorie von Patterns befinden. Das machen wir, indem wir zuerst auf die R-Klasse zugreifen. Das ist so eine automatisch von Android generierte Klasse, in der diese ganzen Ressourcen-IDs gesammelt werden. Die importieren wir auch. Dann greifen wir auf die Arrays zu, das heißt auf alle Ressourcen-IDs, die irgendwas mit Arrays zu tun haben. Das sind in unserem Fall hier diese
Liste von Pattern Strings, die haben wir explizit als Array definiert. Wenn wir auf irgendwas anderes zugreifen wollen würden, zum Beispiel auf die Strings, auf die IDs dieser String-Ressourcen, dann müssten wir das verwenden. Wir wollen aber aus der R-Klasse die Arrays uns anschauen und möchten da ganz konkret die ID haben von diesem String-Array. Und die finden wir, weil der Name dieses Arrays Creational Patterns ist, unter R für die gesamte Ressourcenklasse, Array für hierarchisch darunter alle Array-Ressourcen und dann dem ganz konkreten Namen Creational Patterns. Und ich lasse das jetzt mal, damit nicht zu viele Fehler im Code entstehen. Da aber eigentlich müsste dieses S weg. Ich glaube, der Plural von Pattern ist einfach Pattern im Englischen. Also, kleiner Rechtschreibfehler. Aber genau das machen wir jetzt auch für die anderen zwei Enum-Einträge. Das sind meine Structural Pattern. Die finde ich unter R-Array Structural Patterns. Fehler nochmal. Und die Behavioral Patterns, die sollen später als Behavioral Pattern angezeigt werden und finden sich hier. Jetzt habe ich meine Kategorien für meine Enums. Das nächste, was ich brauche, ist eine Java-Klasse, in der ich ein einzelnes Pattern abbilden kann. Das machen wir jetzt super einfach. Ich erstelle mal eine neue Java-Klasse, die nenne ich einfach Pattern. Und ich verwende jetzt für diese Klasse ein Pattern, um die anzulegen, das Immutable heißt. Auch hier wieder die Frage an den Chat. Erinnern Sie sich noch, was so ein Immutable ist? Also wenn ich Ihnen sage, erzeugen Sie mal in Java eine Klasse, die fünf Eigenschaften hat, fünf String-Instanzvariablen, aber sorgen Sie dafür, dass die Objekte, die damit instanziert werden, immutable sind. Könnten Sie was damit anfangen mit dem Begriff? Also immutable heißt in der objektorientierten Programmierung, genau, sie werden nicht nur nicht mehr verändert, sondern sie können auch nicht mehr verändert werden. Das ist das Wichtige. Also ein Immutable-Objekt wird am Anfang, wenn es instanziert wird, einmal in seinem Zustand definiert und danach kann dieser Zustand des Objektes oder der State von dem Objekt nicht mehr verändert werden. Und das ist ganz, ganz häufig genau das, was Sie möchten. Also wir bringen Ihnen in anderen Kursen Objektorientierung immer bei als irgendwas, wo Sie Objekte modellieren, die was mit der realen Welt zu tun haben. Das klassische Beispiel irgendwie das Student Object oder das Teacher Object und das hat irgendwelche Methoden und Eigenschaften und man kann den Namen über irgendwelche Setter-Methoden ändern. Und das ist zwar alles richtig, das ist aber sehr weit an der Realität weg. In der objektorientierten Programmierung, in der Praxis, da wollen Sie am liebsten immer Objekte haben, die sich nicht verändern können. Weil das Schlimmste, was irgendwie passieren kann, ist, dass an irgendeiner Stelle so ein Objekt, das ganz wichtig ist für Ihre Anwendung und das an zig verschiedenen Stellen notwendig ist, sich plötzlich verändert, weil der Zustand sich verändern kann und dadurch dann irgendwelche Probleme entstehen an anderen Stellen der Anwendung. Also was wir normalerweise immer haben möchten, sind Objekte, die sich ganz bewusst nicht verändern können. Und für unsere Patterns machen wir das jetzt so. Wir machen ganz bewusst die Eigenschaften für den Titel und die Beschreibung von unserem Objekt öffentlich, aber eben auch final, dass die sich nicht mehr verändern können. Strings sind da immer ganz einfach zu handeln, weil Strings in sich schon immutable sind. Also Strings in Java sind auch immer unveränderbar. Da können Sie den Inhalt eines Strings nicht verändern. Sie brauchen immer einen neuen String. Und deshalb funktioniert das hier auch super. Wir machen uns zwei Instanzvariablen, zwei Eigenschaften für unsere Pattern, Title und Description. Wir machen einen ganz einfachen Konstruktor, der auch nur diese beiden
Eigenschaften oder Werte übergeben bekommt, die schnell setzt und fertig ist das Objekt. Mehr brauchen wir nicht. Hier brauchen wir vielleicht noch eine Zuweisung, das wäre nicht schlecht, aber ansonsten war es das. So werden später in unserer Anwendung Patterns repräsentiert als Instanzen von diesem Objekt, Title und Description und das war's. Wir setzen die explizit auf Final, dann können die nicht mehr verändert werden, dann können wir die auch öffentlich machen, da sparen wir uns die Getter und haben dann so ein kleines Objekt und für jedes Pattern erzeugen wir so ein Objekt und dann reichen wir die in unserer Anwendung rum. Die Activities können sich daran bedienen, die Inhalte auslesen und im User Interface anzeigen. Wir müssen uns relativ wenig Sorgen darüber machen, dass da irgendjemand Schindluder mit diesen Patterns betreibt, die irgendwie verändert und damit dann den Zustand von unserer App verändert. Also, das war schon zu den Pattern-Objekten. Mehr brauchen wir hier nicht. Letzte Sache, die ich jetzt noch vorbereiten möchte, ist, ich würde mir gerne eine Klasse anlegen, mit der ich eine Ebene über diesen Patterns eine ganze Sammlung von Patterns abbilden kann. Also, dass ich dann irgendwie in einer Activity sagen kann, hier hast du 10 Patterns, die gehören alle zur Kategorie Behavioral Patterns zum Beispiel. Zeig bitte das erste Pattern im User Interface an und wenn die Leute auf den Button klicken, um das nächste Pattern anzuzeigen, nimm dir aus dieser Kollektion, die ich dir gegeben habe, das nächste Pattern, zeig das an und setz das einfach so fort. Also wir bauen uns jetzt einen kleinen Container für eine ganze Sammlung von Patterns. Bevor wir das machen, nochmal der Hinweis, überlegen Sie sich immer, wenn Sie Objekte in Ihren Apps benutzen, die Immutables sein könnten, dann machen Sie das auch, verwenden Sie die. Sie reduzieren damit einfach den Raum, in dem Probleme passieren können. Also Immutables, super, Pattern oder eigentlich der Standard für so diese einfachen Objekte. Und nächster Hinweis, bevor wir das machen, bevor wir weitermachen, wir bräuchten gar nicht mal irgendwie eine Klasse für das. Es gibt in Java mittlerweile schon seit mehreren Jahren auch diese Records. Das können Sie sich mal anschauen. Vielleicht zeige ich Ihnen das mal in der nächsten Woche. Das ist eine Lösung für genau das, also für so kleine Read-Only-Objekte, die einfach nur eine Handvoll von Eigenschaften haben, die öffentlich ausgelesen werden müssen und sonst nicht so viel Funktionalität haben. Also, wenn Sie nochmal was nachlesen möchten heute nach dem Stream, dann schauen Sie sich doch mal an, wie Records in Java mittlerweile funktionieren. Was wir jetzt aber brauchen, ist noch die nächste Klasse. Die soll eine ganze Sammlung von Patterns repräsentieren und die nenne ich Pattern Collection. Wenn Ihnen was Besseres immer einfällt, gerne in den Chat schreiben für so Bezeichner oder so oder einfach in Ihrer Lösung dann was anderes verwenden. Und diese Klasse, die dreht sich um ein Array an Pattern, das von ihr verwaltet wird. Deshalb kriegt ihr das auch gleich. Wieder Final, sobald eine Eigenschaft irgendwie sich nicht verändern muss, also sobald sie dann nicht mal irgendwann ein neues Array reinspeichern, in diesem Fall machen sie das einfach Final. Sie werden sowieso, wenn Sie das nicht machen, von Ihrer Entwicklungsumgebung freundlich darauf hingewiesen, dass Sie hier eine Variable verwenden, die sich zur Laufzeit wahrscheinlich nie ändert und die könnten Sie doch auch final machen, um dann zu verhindern, dass das aus Versehen irgendwann mal passiert. Ich nenne die Collection dieses Array, also ein Array aus Pattern und meine Pattern Collection verwaltet dieses Array. Dann schreibe ich mir einen Konstruktor, Pattern Collection, der kriegt als einzigen Parameter ein Array aus Pattern übergeben, speichert sich das in dieser Instanzvariable und ist dann fertig. Was möchte ich, dass andere Objekte mit dieser Klasse machen können? Die sollen sich jetzt über eine Methode immer das nächste Pattern aus dieser Kollektion, aus dieser Sammlung zurückgeben lassen können. Ich möchte einfach den Aufwand, den die Activities mit der Verwaltung von diesen Mustern haben, reduzieren und die sollen einfach sich bedienen können
und den Nutzern und Nutzerinnen immer ein bestimmtes Pattern anzeigen können, aber die sollen sich nicht selber darum kümmern, dass sie jetzt ein bestimmtes Pattern aus diesem Array auswählen oder dass sie im Vorfeld aus diesen CSV-Strings, aus diesen mit Semikolon getrennten Strings diese einzelnen Patterns erstellen. Die sollen einfach so eine Sammlung von Collections bekommen und sollen sich daran bedienen können. Deshalb ist eigentlich das Einzige, was die mit dieser Collection machen müssen, ist eine öffentliche Methode aufrufen, die ihnen immer ein Pattern zurückgibt, das sie dann im User Interface anzeigen können. Und das soll immer das nächste Pattern sein. Und deshalb heißt die Methode auch NextPattern. Was soll die Methode jetzt machen? Die soll schauen, was ist das Pattern, was gerade angezeigt wird oder welches Pattern sollte als nächstes angezeigt werden, sollte das dann zurückgeben und mehr brauchen wir in dieser Pattern Collection an Funktionalität eigentlich nicht. Damit das jetzt funktioniert und damit das über diesen Array-Ansatz halbwegs handhabbar ist, führe ich jetzt noch eine Hilfsvariable ein, in der ich mir immer speichere, was denn das nächste Pattern ist, was sich zurückgeben soll, wenn diese NextPattern-Methode aufgerufen wird. Und Sie können sich denken, wie das jetzt funktioniert. Ich initialisiere diesen Index am Anfang auf 0. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass da mindestens ein Pattern in diesem Array drin ist. Fehlerbehandlungen werde ich manchmal einfach ignorieren, damit es ein bisschen schneller geht. Und in dieser NextPattern-Methode schaue ich mir jetzt an, ob dieser Index, der da im Moment drin steht, könnte es auch ein bisschen einfacher machen. Ich wähle erstmal das nächste Pattern aus, was ich zurückgeben möchte. Das mache ich einfach, indem ich auf das Array zugreife und diesen Index verwende, der in dieser Integer-Variable ist. Und das gebe ich dann am Ende zurück. Und damit das funktioniert, muss ich natürlich, wenn ich das nächste Pattern über diesen Index zurückgegeben oder ausgewählt habe und bevor ich das dann zurückgebe, für den nächsten Aufruf dieser NextPattern-Methode diesen Indice inkrementieren, damit dann, wenn die Activity das nächste Pattern verlängt, nicht immer das gleiche zurückgegeben wird, sondern das nächste in der Liste. Das kann ich mal auslagern. Ich schreibe mir eine Methode, die soll mir den nächsten validen Index für das nächste Pattern ausrechnen. Die heißt getNextPatternIndex vielleicht. Und was mache ich da? Ich möchte, dass dieser Auswahl von dem nächsten Pattern so als Ringschluss funktioniert. Das heißt, wenn ich über den Aufruf dieser NextPattern-Methode irgendwann am letzten Pattern des Arrays angekommen bin, dann soll meine App nicht abstürzen oder es soll nicht ständig das letzte Pattern zurückgegeben werden, sondern es soll dann das erste Pattern aus diesem Array wieder zurückgegeben werden. Das baue ich mir jetzt über diese NextIndex-Variable zusammen, dieses Verhalten. Was muss ich da machen? Wahrscheinlich sollte ich mir mal anschauen, was steht denn in diesem NextIndex drin. Und solange ich das Ende von dem Array noch nicht erreicht habe, also solange theoretisch noch ein Pattern nach dem aktuellen kommen würde, reicht es völlig aus, wenn ich einfach den Index um 1 hochzähle. Und falls ich doch am Ende angekommen bin, gebe ich den Index von dem ersten Pattern wieder zurück. Diese Methode rufe ich jetzt immer, nachdem ich das Pattern auf Basis von dem aktuellen Index ausgewählt habe, auf, überschreibe den Wert, den da drin steht, und dann habe ich so eine schöne Ringschlusssammlung, die immer, wenn diese NextPattern-Methode aufgerufen wird, eines dieser Muster aus diesem Array aufruft. Immer sich für den nächsten Aufruf dieser Methode schon das nächste Pattern vormerkt. Und wenn ich dadurch am Ende angekommen bin, dann wird wieder das erste Pattern ausgewählt. Damit das Ganze funktioniert, müssen wir irgendwie es schaffen, dass wir aus diesen Strings, die sind immer aufgebaut,
Titel und Beschreibung und durch so ein Semikolon getrennt die eigentlichen Patterns erstellen, die dann hier drin gespeichert sind. Und dazu schreibe ich gleich hier in dieser Pattern Collection eine Methode und die wird später so funktionieren, dass ich in der Activity nur diese Ressourcen in ein String Array umwandle. Das heißt, ich habe da ein String Array, in dem die einzelnen Einträge immer ein String sind und jeder String besteht aus einem Titel und einer durch Semikolon getrennten Beschreibung. Und die eigentlichen Pattern-Objekte, die erstelle ich mir dann auf der Basis von dieser Pattern-Collection. Also, wir stellen uns eine Art Konstruktor-Methode für die Pattern-Collection oder für eine spezielle Pattern-Collection. Und was die übergeben bekommt als Parameter, ist ein String-Array, was die Activity schon aus diesen Ressourcen hier erzeugt hat. Und diese Methode soll dazu dienen, ein neues Objekt von diesem Typen Pattern Collection zu erstellen. Das heißt, ich lege jetzt auf der Ebene von dieser Klasse eine Methode an, die dazu dient, Instanzen dieser Methode zu erstellen. Das heißt, dass ich wahrscheinlich in dem Moment, wo ich diese Methode aufrufe, noch gar keine Instanz von diesem Objekt habe. Das heißt, ich rufe die Methode direkt auf der Klasse auf und damit das in Java funktioniert, verwende ich dafür diesen Static-Modifikator, wenn Sie sich erinnern. Damit kann ich eine Methode anlegen, die zur Klasse gehört, die nicht zu einer speziellen Instanz gehört und die direkt auf dieser Instanz dann auf der Klasse aufgerufen werden kann. Und die gibt mir eine Pattern Collection zurück und heißt, weil sie aus einem CSV String Array eine solche Pattern Collection initialisiert, vielleicht einfach from CSV Array. Ich übergebe das Array, was später die Activity aus den Ressourcen ausliest, als Parameter und ich programmiere das jetzt mal schnell runter und erzähle es dabei, damit wir dann zum User Interface kommen. Ich lege mir ein leeres Array an, indem ich die eigentlichen Patterns für diese Collection abspeichern möchte, die ich mir jetzt aus den CSV-Strings erstelle. Ich weiß, dass die genauso, dass dieses Array genauso lang sein muss wie das Array, in dem die CSV-Strings noch drin sind. Also in diesem Array hier ist dann einmal diese Zeile, dann diese Zeile, dann diese Zeile, alle als separate Strings beinhaltet. Und wenn ich 5 CSV-Zeilen als Strings übergeben bekomme, in denen Titel und Beschreibung noch als String vorhanden sind, dann brauche ich später auch ein Array der gleichen Länge, damit ich diese 5 Patterns da drin speichern kann. Dann iteriere ich über dieses CSV-Array drüber. Mache ich das mit. Ich kann mir jetzt einen von den Arrays aussuchen, das ich benutze, um die Länge oder die Laufweite der Vorschleife zu bestimmen. Habe so eine persönliche Präferenz, dass ich vielleicht eher über dieses Array, aus dem ich auslese, iteriere, was die Länge angeht, als über das Pattern, das Array, was ich befülle. Aber das können Sie machen, wie Sie lustig sind. Da gibt es, glaube ich, jetzt in dem konkreten Fall, weil ja beide gleich lang sind, keine großen Unterschiede. Dann brauche ich für das Pattern, was ich hier erstellen möchte, den Titel. Den hole ich mir, indem ich in das Array mit den noch ungepassten CSV-Strings schaue, mir die Stelle rausnehme. Ich splitte das am Semikolon und nehme den ersten Teil davon. Das ist das hier. Mache das gleiche für die Description. CSV-Array an dieser Stelle. Ich splitte das Ganze wieder. Könnte man auch vielleicht ein bisschen optimieren, ist jetzt aber, glaube ich, für die Datenmenge, die wir hier verarbeiten, nicht so wichtig. Nehme den zweiten Teil. Das ist dieser Teil. Dann habe ich Titel und Description ausgelesen. Kann ein neues Pattern erstellen. Das speichere ich in meinem leeren Array an die entsprechende Stelle.
verwende die beiden Werte, die ich aus dem CSV-String ausgelesen habe. Und wenn ich da ganz durchgehe, habe ich hier drin dann ein Array mit ganz, ganz vielen Patterns. Und was ich dann aus der Methode zurückgebe, ist eine neue Pattern-Collection, die, jetzt korrigiere ich hier nochmal den Fehler, den ich hier gemacht habe, genau diese Pattern beinhaltet. Und das übergebe ich dann an meine Activities. Und die Activities haben dann, ohne dass sie irgendwas dafür tun mussten, so eine Liste an Daten, auf denen sie operieren sollen und können sich über die NextPattern-Methode immer eins davon auswählen und im User-Interface anzeigen. Okay, so viel zu den Daten unserer Anwendung. Jetzt müssen wir uns ein bisschen damit beschäftigen, wie das Ganze zu einer Android-App wird, weil im Moment wird ja noch gar nichts angezeigt. Im Moment sehe ich hier, wenn ich die App starte, und das ist vielleicht jetzt ein günstiger Zeitpunkt, mal auszuprobieren, ob wir irgendwelche großartigen Fehler eingebaut haben in unserem Quellcode, die jetzt schon das Kompilieren verhindern, aber man sieht zwar immer noch nichts, aber auch keine Fehler, das heißt, die App funktioniert. Aber das müssen wir jetzt irgendwie hier versuchen anzupassen. Hier in dieser ersten Activity soll ja schon ein bisschen was angezeigt werden. Da soll ein kleiner Titel angezeigt werden, eine Beschreibung für unsere App. Und was ich auch haben möchte, sind diese drei Buttons, die angezeigt werden in diesem Menü, mit denen ich dann zu diesen verschiedenen Activities mit den verschiedenen Pattern-Kategorien wechseln kann. Heißt, als allererstes müssen wir dafür sorgen, dass wenn ich diese App jetzt starte und wir gehen davon aus und hinterfragen mal nicht, dass dann auch diese Activity, die in dieser Java-Klasse implementiert ist, gestartet wird, dass hier jetzt was anderes angezeigt wird. Haben Sie aus dem, was Sie sich vielleicht schon an Lernmaterialien angeschaut haben, eine Ahnung, was wir tun müssen, damit hier in unserem User Interface nicht mehr einfach nur ein leerer Bildschirm angezeigt wird, sondern dass da zum Beispiel ein Textview angezeigt wird, in dem drin steht, das ist unsere tolle Pattern-App, dass dann hier diese Buttons angezeigt werden, mit denen wir zu den verschiedenen Activities hin und her wechseln können. Haben Sie da irgendwie eine Idee, was wir jetzt ganz konkret machen müssen? Ein Fragment, das machen wir heute noch nicht. Das kommt vielleicht später. Ich habe jetzt eher sogar noch mal ganz technisch ein paar Ebenen drunter gemeint. Also man kann das mit einem Fragment machen, aber auch wenn man ein Fragment verwenden würde, was muss ich jetzt ganz konkret in meinem Quellcode anpassen, damit das User Interface, was angezeigt wird, wenn diese Main Activity gestartet wird, eben nicht mehr so leer ist? Welche Methode, welche Klasse oder vielleicht eher welche Datei muss ich editieren? Genau, das Layout. Wenn Sie sich zurückerinnern, Layouts werden ja auch als XML-Dateien definiert. Und hier in dieser Activity wird die XML-Datei verwendet, die über diese Ressourcen-ID repräsentiert wird. Die finden wir in unserem Ressourcenordner. Da liegt alles drin, was kein Quellcode ist, aber zu unserer App gehört. Später irgendwelche Bilder. Da liegt auch diese Ressourcendatei mit den Strings drin, die ich Ihnen gerade schon mehrfach gezeigt habe. Und da liegen auch diese Layout-Vorlagen in Form von XML drin. In unserem Fall genau eine und die schaut im Moment so aus. Ich mache mal hier den Emulator aus und blende parallel zu dem XML auch gleich so eine Vorschau ein. Wie schaut, wenn jetzt kriege ich es dahin, genau. Wenn diese XML-Datei in meiner Android-App gerendert wird, dieses User-Interface aus. Und das schaut im Moment so aus, weil es einfach leer ist. Diese XML-Datei wird hier geladen und das, was da drin ist, was da als Struktur definiert worden ist, die User-Interface-Elemente, die ich in dieser XML-Schreibweise dort angegeben habe, die werden dann auch angezeigt. Das heißt, wenn ich jetzt möchte, dass in diesem
in dieser App irgendwas sichtbar wird, irgendein bestimmtes User-Interface-Element sichtbar wird, dann muss ich das hier, genauso wie jetzt hier dieser umschließende Rahmen schon vorgegeben ist, auch auf der Ebene von XML definieren. Und das machen wir jetzt mal. Ich schreibe als erstes ein neues XML-Element rein, das vom Typen Linear Layout ist. Und das ist jetzt für heute, für diese Woche noch die Box, in der die weiteren User-Interface-Elemente angeordnet werden. Wir werden nächste Woche kennenlernen, was das eigentlich für sich auf sich hat, warum jetzt hier Constraint Layout und hier Linear Layout steht. Für heute reicht erstmal, das hier ist ein Container für andere User-Interface-Elemente. Unsere ganzen Text-Views und Buttons und so weiter, die wir brauchen, die packen wir in diesen Container. Der geht hier auf und geht hier zu. Und immer wenn Sie so ein neues User-Interface-Element definieren, dann können Sie ein paar Eigenschaften definieren. Das sind die Attribute von diesem XML-Element. Da können Sie zum Beispiel sagen, wie breit, wie viel Platz soll dieser Container, den wir jetzt hier definieren, innerhalb der App einnehmen. Da können wir zum Beispiel sagen, der soll genauso breit sein wie das Elternelement. Das ist, auch wenn es uns heute noch nicht interessiert, dieses Layout-Element darüber. Gleiche können wir auch für die Höhe sagen. Wir sagen, die komplette Höhe des Elternelements soll auch für dieses innere Layout verwendet werden. Und in dem Linear-Layout werden alle Elemente, die wir jetzt ergänzen, zum Beispiel ein Text-View, das definiert wird über ein XML-Element, was den Namen Text-View hat, in einer bestimmten Reihenfolge angezeigt, nämlich in der, wie sie hier definiert werden. Und die werden ausgerichtet, entweder untereinander oder nebeneinander. Und diese Ausrichtung von den Kind-Elementen eines Linear-Layouts können Sie auch wieder über ein Attribut von diesem XML-Element definieren, das heißt Orientation. Wenn ich da jetzt Vertical reinschreibe, dann hat das zur Folge, dass alle User-Interface-Elemente, die ich jetzt hier in diesem Linear-Layout einfüge, untereinander angeordnet werden. Warum zeige ich Ihnen das? Weil ich Ihnen zeigen möchte, dass diese Attribute, die Sie hier setzen, Attribut Name und Attribut Wert, das kennen Sie aus anderen Kontexten, wo Sie vielleicht schon mit XML gearbeitet werden, dann definieren, wie diese konkreten Elemente später im User Interface gerendert werden. Also wir geben hier die Struktur vor von unserem Layout, wie das ineinander verschachtelt ist, welche Elemente Kind-Elemente von anderen Elementen sind und über die Attribute geben wir zusätzliche Informationen. Und aus diesen ganzen Informationen rendert Android dann ganz am Ende den eigentlichen Screen. Diese XML-Datei wird eingelesen, geparst. Android sucht sich diese verschiedenen Elemente raus, positioniert die auf dem Bildschirm und zeigt sie dann an. Und wir definieren im Vorfeld über die Reihenfolge, über die Hierarchie dieser XML-Datei und über die Attribute der verschiedenen Elemente und auch über den Tag-Namen. Dann entsprechend, was für Elemente wir an dieser Stelle haben möchten und wie die dargestellt werden. In dem konkreten Fall ist es einfach der Rest des Bildschirms, der für die App zur Verfügung steht. Also hier ganz oben haben wir so einen Wurzelknoten. XML-Elemente brauchen immer ganz genau einen Wurzelknoten. Und das können Sie sich jetzt so vorstellen, als genau den Bereich, den das Betriebssystem für diese Activity vorgesehen hat. Also meistens der gesamte Bildschirm minus oben die Statusbar, minus diese App-Bar, in der der Titel der App angezeigt wird und minus möglicherweise irgendwie eine Button-Bar, so eine Navigation-Bar, falls die auf Ihrem Smartphone noch angezeigt wird. Dieser restliche Bereich, das ist jetzt der, an den sich diese Angaben orientieren. Also heißt im Zweifelsfall genauso breit und genauso hoch wie der Bildschirm oder genauso breit und genauso hoch wie der Bereich, in dem sich unsere Anwendung abspielen kann. Also Parent-Element ist in unserem Fall mehr oder weniger einfach der große Container von unserer App. Dieses Text-View, das
stelle ich jetzt auch mal so ein, dass das so breit ist wie das Elternelement. Also im Moment nutzen wir einfach noch die komplette Breite immer aus. Und bei der Höhe sage ich aber, das soll genauso hoch sein wie der Inhalt oder wie es notwendig ist, damit der Inhalt von diesem Element angezeigt wird. Damit wir das mal sehen, setze ich auch gleich mal einen Inhalt. Das passiert über das Attribut Text. Da kann ich nämlich jetzt was reinschreiben, zum Beispiel Hello Android. Und dann sehen Sie, das erscheint hier in dieser Live-Vorschau, weil dieses Attribut gibt an, welcher Text in diesem Text-View angezeigt werden soll. Und hier habe ich schon den ersten, in Anführungsstrichen, Fehler gemacht, weil genau das hier soll man eigentlich nicht tun. Wenn Sie möchten, dass in einem Text-View ein bestimmter Text angezeigt wird, dann legen Sie in der Strings-Ressource den Text an, zum Beispiel den Namen der App oder hier habe ich mal Design Pattern einfach hingeschrieben, also eine Art Titel für die App. Das legen Sie in dieser Ressourcendatei an und in der Layout-Datei referenzieren Sie nur diesen Eintrag der Ressourcendatei. Wir versuchen bei Android immer, die verschiedenen Ebenen, Quellcode mit Logik, Ressourcen mit den eigentlichen Strings und die Layouts möglichst voneinander zu trennen. Wir referenzieren die Elemente untereinander, aber wir versuchen zu vermeiden, dass wir irgendwelche eintragen, dann entsprechend hart in diesem Quellcode irgendwo verbauen. Das machen wir aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel, damit es irgendwie vielleicht dynamisch angepasst werden kann, vielleicht auch, weil unser Layout sprachenunabhängig sein soll. Vielleicht haben wir später unterschiedliche Ressourcendateien für Strings, die einmal in Deutsch und einmal in Englisch definiert sind. Im Layout verweisen wir dann immer auf so eine Art Platzhalter und wir suchen uns dann aus, welche Ressourcendatei aktuell verwendet werden soll, je nachdem, was für eine Sprache zum Beispiel auf dem System ausgewählt ist. Aber wir versuchen auf jeden Fall zu vermeiden, dass wir diese Ebenen vermischen. Und diese XML-Datei, die ist für die Struktur des Layouts zuständig. Die Strings-Datei, die ist für den Inhalt des Layout, des User-Interfaces zuständig, also für die Texte zum Beispiel. Deshalb nehme ich jetzt hier diesen Hello World oder Hello Android Text gleich wieder raus und ich referenziere jetzt einen String aus dieser strings.xml-Datei. Und das funktioniert immer so, dass Sie dieses Add-Zeichen nehmen, dann sagen Sie, ich würde gerne auf die Strings zugreifen, die in meiner Ressourcendatei referenziert oder aufgelistet sind. Kommt so ein Slash und dann nehme ich zum Beispiel diesen Main-Title und dann sehen Sie, ändert sich das hier auch gleich und jetzt wird das angezeigt, was hier in diesem Main-Title dann entsprechend auch in dieser Ressourcendatei definiert worden ist. Was kann ich noch machen? Ich kann diesem Text-View eine ID geben. Das funktioniert immer nach dem gleichen Schema. Add plus ID erzeugt eine neue ID innerhalb meiner App, dann gebe ich dem Ganzen einen Namen und wundere mich dann kurz, warum das hier nicht richtig ist. Was habe ich falsch gemacht? Lassen wir es einfach mal so, das müsste eigentlich schon so funktionieren. Habe ich vielleicht falsch gemacht? Ah, jetzt. Okay. Ab und zu hilft es vielleicht mal, die Datei zu speichern oder so. Dann werden ein paar Fehler wieder rückgängig gemacht. Das hier ist aber ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Ich habe gerade gesagt, dass wir versuchen, diese unterschiedlichen Informationen innerhalb unserer App möglichst voneinander zu trennen. Wir trennen zum Beispiel den Quellcode, den Java-Code von der Strukturierung unseres Layouts. Die XML-Datei gibt vor, welche Elemente wie angezeigt werden. Der Java-Code gibt vor, wie mit diesen Elementen interagiert werden soll. Und damit wir später im Java-Code zum Beispiel auf diese Elemente zugreifen können, damit wir deren Inhalt dynamisch anpassen können, damit wir vielleicht Klicks oder so darauf abfangen können, sind diese IDs unglaublich wichtig. Jedes Element
was Sie in der XML-Datei definieren und was Sie später im Quellcode auch referenzieren und verändern möchten, müssen Sie mit so einer ID ausstatten, sonst funktioniert das nicht. Also ganz, ganz wichtig, alle User-Interface-Elemente, die wir so hinzufügen, auf jeden Fall auch mit einer ID ausstatten, oder in den meisten Fällen mit einer ID ausstatten, damit wir später im Quellcode darauf zugreifen können. Jetzt mache ich es mal ein bisschen leichter. Ich copy and paste das mal, oder wir können ja copy and paste das jetzt einfach mal und füge noch ein weiteres Element hinzu für zum Beispiel die App Description. Da habe ich auch einen kleinen String vorbereitet. App Description Text. Da zeige ich eine weitere Ressource aus aus der XML-Datei an und dann noch ein weiteres Textfeld direkt darunter, wo ich einen kleinen Text anzeigen möchte, der erklärt, was Patterns eigentlich sind. Auch dafür habe ich einen entsprechenden Text vorbereitet und dann vielleicht noch, ja, wobei das reicht eigentlich schon an Erklärung, was wir noch machen können, wäre jetzt die Buttons ergänzen, mit denen wir dann aus diesem Hauptmenü zu den verschiedenen anderen Activities wechseln können. Das ist auch wieder genauso wie bei diesen Text-Views jetzt, die ich erzeugt habe, einfach ein XML-Element. Ich füge ein neues XML-Element hinzu, was einen Button repräsentieren soll. Ich kann wieder sagen, wie groß der sein soll und wie hoch der sein soll. Ich schließe das Element, damit es angezeigt wird auch. Ich vergebe wieder eine ID. Die sind bei den Buttons jetzt noch viel, viel wichtiger als gerade eben bei den Text-Views, weil auf diese Buttons wollen wir auf jeden Fall im Code zugreifen. Ich möchte später diese Buttons referenzieren können, damit ich einen Listener setzen kann und dann, wenn auf einen dieser Buttons geklickt wird, auch darüber informiert werde, dass dieser Klick erfolgt ist, damit ich dann als Reaktion darauf in die jeweils kategoriespezifische Activity wechseln kann. Deshalb braucht es auf jeden Fall einen guten Namen. Das soll der Button sein, in dem oder mit dem ich in die Kategorie der Creational Patterns wechsle. Und damit die Leute das auch erkennen als sowas, setze ich jetzt noch den Text, der auf diesem Button angezeigt wird, zu einem String, den ich auch schon in der Ressourcen Datei vorbereitet habe. Und das müsste dann, glaube ich, dieser hier sein. Genau. Also da habe ich, nur damit Sie das nachvollziehen können, hier schon drei weitere String-Ressourcen angegeben. Das sind die Labels für diese Buttons und die zeige ich jetzt an dieser Stelle dann oder die verknüpfe ich über diese Eigenschaft mit den Buttons und dann wissen die Leute auch, wo sie hinklicken müssen, um eine bestimmte andere Activity zu starten. Auch das hier können wir, wenn wir möchten, kopieren. Hab jetzt vergessen, den öffnenden Tag mitzukopieren. Wir ändern die IDs. Das ist der Button für die Structural Pattern. Und dann soll natürlich auch ein anderer Text angezeigt werden. Auch den habe ich jetzt in der Ressourcendatei schon vorbereitet. Musste einfach nur den Verweis austauschen. Und dann das letzte müssten die Behavioral Pattern sein. Und auch die sollen über einen spezifischen Text verfügen oder dieser Button soll über einen spezifischen Text verfügen. Und dementsprechend ändere ich auch hier die Referenz auf eine andere String-Ressource, sodass das jetzt angezeigt wird. Sie können das auch in diesen ganz einfachen Fällen schon ein kleines bisschen schöner gestalten. Also Sie haben,
Wenn Sie schon mal mit HTML oder sowas gearbeitet haben oder CSS, werden Sie das kennen. So ganz einfache Möglichkeiten, um zum Beispiel in diesen Text-Views die Darstellung anzupassen. Ich kann zum Beispiel, und das funktioniert jetzt immer mit XML-Attributen, Sie sagen Android jetzt, wie soll der Text in diesem ganz spezifischen Text-View, das ist dieses hier oben, angezeigt oder dargestellt werden. Und Sie machen das, indem Sie die richtigen Attribute für dieses Element anpassen. Ich kann zum Beispiel sagen, Android Doppelpunkt Gravity, der Text soll zentriert dargestellt werden. Oder der Inhalt, das ist jetzt nicht hundertprozentig richtig, das ist jetzt noch nicht Justify, also noch nicht der Satz für den Text, sondern das ist, wie soll der Inhalt von diesem Element dargestellt werden. Und ich sage, dass der zentriert dargestellt werden soll. Ich kann zum Beispiel auch sagen, dass dieses Element hier vielleicht einen gewissen Abstand von oben haben soll. Und da können Sie zum Beispiel sowas eintragen wie 20 dp. Was das genau ist, lernen wir nächste Woche. Im Moment können Sie das übersetzen mit einfach 20 Pixel. Sind nicht wirklich Pixel, weil das nur ein relativer Wert ist, aber ich sage einfach, da soll ein gewisser Abstand von oben sein. Ich kann auch die Schriftgröße verändern. Kann zum Beispiel sagen, der Text in diesem ganz spezifischen Textview soll zum Beispiel so groß sein. SP steht auch wieder für eine relative Größeneinheit, in dem Fall für eine Größeneinheit, die nochmal speziell für Texte umgerechnet wird, lernen wir auch nächste Woche. Aber damit kann ich einfach jetzt ein bisschen rumspielen. Da können Sie auch später ein bisschen rumspielen. Sie können über diese verschiedenen Attribute, und die zeigen wir Ihnen im Laufe des Semesters, oder Sie schauen mal in die Dokumentation, einfach diese Gestaltung von dem User Interface und von den verschiedenen Inhalten entsprechend anpassen. Es funktioniert bei den Buttons auch. Sie können zum Beispiel sagen, dass dieser Button auch so einen Abstand haben soll, dann schaut das alles nicht so gedrängt aus, können den auch kopieren, dass sie das für alle übernehmen. Sie können auch dieses Gravity zum Beispiel, was wir hier verwendet haben, für die anderen Textviews verwenden. Sie können bei einem Textview auch zum Beispiel sowas machen wie einen Innenabstand setzen. Das kennen Sie bestimmt auch von irgendwelchen anderen HTML, CSS oder sowas Kontexten. Was ist der Unterschied zwischen Match Parent und Wrap Content? Match Parent heißt, das Element ist genauso breit wie das Elternelement. Wrap Content heißt, das Element ist genauso hoch, wie es sein muss, um diesen Text darzustellen. Also hier vielleicht mal ein konkreteres Beispiel. In diesem Text-View soll der Text Design Pattern angezeigt werden und der Text soll 36 Pixel groß sein. Es soll ein gewisser Außenabstand vorhanden sein, das spielt jetzt dann noch keine Rolle. Und dieses Element wird dann genauso hoch dargestellt, wie notwendig, um diesen Text in dieser Größe darzustellen. Also das ist der Unterschied. Wrap Content macht das Element genauso groß, wie es sein soll. Match Parent macht das Element genauso groß, wie es sein kann. Oder jetzt in diesem Fall genauso breit, wie es sein kann in Bezug zu dem Elternelement, in dem es Teil oder von dem es Teil ist. Wenn das Elternelement schon in seiner Größe irgendwie eingeschränkt ist, also wenn wir hier zum Beispiel, können wir jetzt noch nicht, aber könnten wir später, in der nächsten Woche oder so machen, dafür sorgen, dass dieses Layout nur die Hälfte der Activity einnimmt, dann würde auch jedes Kind-Element, was dieses Match Parent, diesen Match Parent-Attributswert hat, auch nur halb so groß wie der Bildschirm sein. Also heißt einfach immer, nimm dir so viel Platz, wie du im Elternelement maximal zur Verfügung hast. Okay, wir müssen da nicht weiter mit diesen Attributen rumspielen. Sie sehen, dass Sie hier die Möglichkeit haben, mit verschiedenen Werten rumzuspielen. Und das
sehen Sie dann auch immer gleich in dieser Live-Preview, wie sich das auswirkt, und Sie stellen damit einfach ein, wie Sie möchten, dass dieses User-Interface bei Ihnen dargestellt wird. Bei Texten sollten Sie immer SP verwenden, das können Sie sich schon mal merken. Nochmal, was so genau das heißt, lernen Sie nächste Woche, aber behalten Sie mal im Hinterkopf, dass Sie für unterschiedliche Arten von Inhalten unterschiedliche Größeneinheiten verwenden sollten. Dieses SP immer für Text verwenden, weil das beim Rendering dann auch noch berücksichtigt, was die Benutzer oder Benutzerin in Android selber für eine Schriftgröße eingestellt haben. Es kann ja sein, dass irgendwelche Leute, die schlecht sehen, systemübergreifend einen Zoom-Faktor für die Schrift eingestellt haben. Und wenn Sie dieses SP benutzen, dann wird das beim Rendern berücksichtigt. Wenn Sie DP verwenden würden, wird das nicht berücksichtigt. Das Ganze haben wir gemacht. Diese ganze Veränderung an der XML-Datei haben wir gemacht, damit, wenn die Main Activity startet und wenn in dieser Methode hier, die wird in der OnCreate-Methode, dazu kann ich gleich auch noch mal was sagen, aufgerufen, wenn da diese Layout-Datei geladen wird, dass dann dieses neue User Interface, was wir gerade skizziert haben, auch angezeigt wird. Ich führe mal die Activity oder diese App nochmal neu aus. Dauert das noch kurz? Und dann sehen Sie, wenn ich die App starte, ich mache es nochmal, im Emulator jetzt unser neues User Interface angezeigt wird. Warum ist das der Fall? Wenn diese Activity hier startet, wird über diesen Lifecycle, haben Sie in den Lernmaterialien gesehen, das ist diese Abfolge von verschiedenen Zuständen, die eine Activity haben kann, irgendwann diese überschriebene Methode aufgerufen. Jede Activity hat eine OnCreate-Methode und diese OnCreate-Methode wird aufgerufen, wenn diese Activity am Anfang erstellt wird, wenn die fast schon sichtbar wird. Das ist ein Schritt in diesem Lebenszyklus oder in dem Entstehungsprozess einer Activity. Jede Activity hat die OnCreate-Methode. Wir können die überschreiben, um an dieser bestimmten Stelle im Lifecycle bestimmte Dinge zu erledigen. Was wir da zum Beispiel immer machen, ganz speziell in der OnCreate-Methode, ist dieses User-Interface initialisieren. Ich habe das mal ausgelagert in eine separate Methode. Das kennen Sie aus unseren OOP-Kursen auch immer. Wir versuchen da immer mit diesem Decomposition-Prinzip kleinere zusammenhängende Abschnitte unseres Programmcodes in Methoden auszulagern und die dann aufzurufen. In dem Fall macht es noch nicht so viel Sinn, weil wir hier an der Stelle nichts anderes machen als über diese SetContentView-Methode. Die wird auch von der Activity-Klasse, von der wir hier eben vorgegeben, zu sagen, welche XML-Datei soll denn diese konkrete Activity verwenden, um ganz konkret ihr User-Interface anzuzeigen. Und das funktioniert wieder mit Ressourcen-IDs. Genauso wie wir das auch schon an verschiedenen anderen Stellen gesehen haben. Diese Layout-Datei, Activity Main XML, kriegt eine Ressourcen-ID zugeordnet. Die wird in dieser R-Klasse abgespeichert. Ich kann über R.layout auf die verschiedenen Layout-Dateien zugreifen, speziell auf die Activity Main, die ich hier angelegt habe. Und ich sage meiner Activity, nimm diese XML-Datei als Vorlage für dein User-Interface. Und dann holt sich die Activity diese XML-Datei über diese Ressourcen-ID, schaut sich an, was wir da so reingeschrieben haben, welche Elemente sollen angezeigt werden, wo sollen die angezeigt werden, welche Inhalte sollen die haben, welche Attribute sollen beim Rendern benutzt werden. Und das hier ist dann das Ergebnis. Und jetzt habe ich, und ich entschuldige mich dafür, viel zu viel Zeit mit diesen Sachen verbraten und muss jetzt leider bald aufhören. Und wir kommen gar nicht zu den Intents. Ich möchte aber jetzt mal eine Sache Ihnen noch zeigen, damit Sie wenigstens so halbwegs auf die Übung vorbereitet werden. Und ich gelobe Besserung oder ich sorge dafür, dass ich montags mehr Zeit habe und länger mit Ihnen arbeiten kann. Aber eine Sache würde ich Ihnen gerne noch zeigen. Ich würde Ihnen nämlich noch einmal an einem Beispiel dieses Prinzip zeigen, dass Sie auf Elemente, die hier im User Interface dargestellt werden und die in der XML-Datei ja ursprünglich angelegt worden sind, im Quellcode zugreifen können. Und das, was ich jetzt Ihnen zeigen möchte, ist, ich weiß
Weiß nicht, warum mein Emulator im Moment immer so Probleme hat damit. Baby, vielleicht später. Was ich Ihnen jetzt noch zeigen möchte, ist, dass wenn, wie wir es hinbekommen, dass wir mitbekommen, wenn auf diesen Button hier geklickt wird. Also das ist jetzt noch unser letztes Ziel für heute. Und dann entlasse ich Sie auch in den Abend. Aber dann haben Sie zumindest einen Teil von dem, was Sie für das Übungsblatt brauchen, auch schon mal gesehen. Intens, das zeigen Ihnen dann die Tutoren und Tutorinnen in hoffentlich einer effizienteren Art und Weise als ich. Aber diesen letzten Schritt, wie greife ich denn in meinem Quellcode auf User Interface Elemente zu, das zeige ich Ihnen nochmal. Und das funktioniert eigentlich ganz einfach. Wenn Sie dieses Prinzip einmal verstanden haben, dann wird Ihnen das in Zukunft nicht sehr schwer fallen und Sie können das dann auf alle anderen Arten von User Interface Elementen übertragen. Sobald Sie das hier gemacht haben, sobald Sie der Activity gesagt haben, welches XML-Layout benutzt werden soll, um das User Interface anzuzeigen, können Sie danach Java-Objekte erstellen, die diese User Interface Elemente, die Sie hier sehen, repräsentieren. Und Sie haben dann ein Java-Objekt, ich hoffe, ich habe jetzt nicht JavaScript gesagt, Entschuldigung, Java-Objekt, das Sie innerhalb Ihres Codes verwenden können, um mit diesen, hoppla, startet der Emulator neu, um mit diesen angezeigten User Interface Elementen zu interagieren. Das Prinzip ist immer das gleiche. Wir sagen der Activity, welches Layout sie verwenden soll, und dann holen wir uns eine Referenz auf eins dieser Elemente. Das zeige ich Ihnen mal. Ich würde zum Beispiel gerne, und jetzt starte ich doch nochmal die Activity, damit wir auch ein bisschen was sehen. Ich würde gerne zum Beispiel diesen Text hier in meinem Programmcode verändern. Wie mache ich das? Ich erstelle mir eine Variable für einen TextView, weil ich weiß ja, dieses Element ist vom Typen TextView. Das habe ich hier so eingetragen. Und für jedes dieser Android-UI-Elemente, die ich hier im XML definieren kann, gibt es eine Java-Klasse, die damit korrespondiert und die auf Code-Ebene dieses Element beschreibt. Und wenn ich so einen TextView in meinem Programm irgendwie verwenden möchte, brauche ich eine Variable vom Typen TextView. Das müssen Sie sich einfach einmal merken. Sie müssen das dann auch immer importieren. Aber es gibt für jedes User Interface Element Description, das Sie in Android verwenden können, dann entsprechend eine korrespondierende Java-Klasse, mit der Sie dann dieses Element auf Code-Ebene verwenden können. Und wie kommen Sie jetzt dazu, dass dieses TextView in einem Objekt repräsentiert wird, das in dieser Variable gespeichert wird? Eigentlich ganz einfach. Es gibt nämlich in der Activity eine Methode, die heißt FindViewById. Und da verwenden wir wieder die Ressourcen-IDs. Sie merken, das ist ein super wichtiges Element innerhalb von Android, diese Ressourcen-IDs. Ich habe ja explizit diesem, kann ich das mal ganz kurz abmachen? Ich habe ja diesem TextView eine ID gegeben, die heißt Main Title Text. Und über diese ID kann ich jetzt im Code sagen, such mir doch bitte in der aktuellen Activity, im aktuell angezeigten User Interface, funktioniert erst, wenn diese SetContentView-Methode aufgerufen wird, das Element raus, was diese ID hat. Und dann macht Android das, sucht sich aus dem aktiven User Interface dieses TextView raus, weil wir das über diese ID angegeben haben. Gibt Ihnen ein Objekt zurück, was dieses Element repräsentiert. Und im Anschluss können Sie auf dieses Element zugreifen und dessen Eigenschaften ändern, auf Methoden zugreifen, vielleicht irgendwelche Eventlisten ersetzen. Und alles, was Sie an diesem Objekt, an diesem Java-Objekt jetzt verändern, wird dann live auch im User-Interface verändert. Schauen Sie sich mal ganz kurz an, was hier angezeigt wird. Hier wird im Moment ein Text angezeigt, den ich über diese Referenz ausgewählt habe. Ich habe in der XML-Datei gesagt, zeig bitte in diesem TextView diesen Text an, der in der Ressourcendatei, in der Strings-Datei unter dieser ID gespeichert ist. Und was ich jetzt sage, ist,
wenn meine Activity gestartet ist und wenn dieses Layout angezeigt wird, gib mir doch mal bitte eine Referenz auf dieses TextView anhand von der ID und dann setz doch mal bitte den Text, der da angezeigt wird, auf was anderes. Zeig doch da mal bitte Hello Android an. Auch hier wieder machen Sie das normalerweise oder machen Sie das eigentlich nicht. Wir wollen nicht auf der Ebene von unserem Java-Code irgendwelche Strings fest anlegen. Das gehört in die Ressourcendatei in dem Moment, wo das ein String ist, der im User-Interface sichtbar wird. Aber der Einfachheit halber können wir das damit mal ausprobieren. Activity wird gestartet. OnCreate-Methode wird automatisch irgendwann aufgerufen, weil dieser Lifecycle durchläuft. Wenn die OnCreate-Methode aufgerufen wird, sagen wir, nimm bitte diese XML-Datei als Vorlage für das Layout. Wenn das fertig ist, sagen wir, wähle bitte dieses TextView aus, in dem normalerweise dieser Text hier angezeigt wird, anhand von der ID, und setz da bitte einen anderen Text rein. Wenn ich jetzt meine Activity nochmal neu starte, sehen Sie, dass da nichts passiert. Schauen wir mal. Ja, ich glaube, das Problem ist diese Methode. Da war irgendwas mit der. Ah, der Titel wird geändert. Oh, ich habe. Danke für den Hinweis. Ich hätte jetzt irgendwie nach irgendeiner anderen Erklärung gesucht. Und dabei war die Erklärung, dass ich einfach zu dumm bin, meinen eigenen Code zu lesen. Ich habe hier natürlich nicht diesen Text hier referenziert, sondern diesen Text hier oben. Main Title Text, das ist das erste TextView, was wir hier angelegt haben, in dem einfach nur der Titel der App angezeigt wird. Also eigentlich ist das Verhalten genau das, was ich haben wollte. Danke für den Hinweis im Chat. Wir haben dieses Element hier referenziert und haben dessen Text geändert. Das haben wir jetzt haben wir dynamisch in unserem Java-Code den Content, den Inhalt von so einem User-Interface-Element verändert. Und das Prinzip ist immer das gleiche. Wir lassen das jetzt einfach mal bei der ID. Das ja, kann man ja auch in diesem Beispiel zeigen. Das Prinzip ist jetzt immer das gleiche. Wenn Sie irgendetwas in Ihrem Java-Code mit einem dieser Elemente anfangen wollen, zum Beispiel den Text ändern oder Listener setzen oder sowas, machen Sie das immer nach diesem Prinzip. Legen Sie sich eine Variable an, kann auf unterschiedlichen Ebenen erfolgen. Rufen Sie die FindViewById-Methode auf, die hat die Activity immer. Übergeben Sie die ID, die Sie in der XML-Datei vergeben haben. Sie kriegen zurück ein Java-Objekt, mit dem Sie jetzt interagieren können. Verändern Sie dessen Eigenschaften. Können wir bei den Buttons genauso machen. Ich möchte gerne den ersten Button hier oben, Creational Patterns, selektieren. Ich erzeuge mir eine Variable vom Typen Button. Klasse ist immer, korrespondiert immer mit dem Typen von dem Element, wie Sie das in der XML-Datei ausgewählt haben. Schauen wir mal schnell, dass ich da es schaffe, das Richtige auszuwählen. Wie haben wir den Button genannt? Creational Pattern Button, das ist die ID. Dieses plus ID, add plus ID, können Sie übersetzen mit immer erstell bitte eine neue ID in der R-Datei und nenn die so. Und deshalb können wir darauf so zugreifen. Und jetzt haben wir den Button. Und da können wir dann zum Beispiel solche lustigen Sachen machen, wie sagen, setz doch mal bitte einen Listener da drauf. Zum Beispiel einen On-Click-Listener. Den können wir, und was da so für Feinheiten hinterstecken, zeige ich Ihnen in der nächsten Woche. Den können wir direkt hier drin erstellen. Das ist so eine anonyme innere Klasse. Gibt es noch tausend schönere Schreibweisen in Android oder in Java insgesamt zu. Aber das Prinzip ist, dieser Set-on-Click-Listener, der braucht als Parameter irgendein Objekt, was dieses Interface hier implementiert. Das ist der Observer, der dann auf diesen Button lauscht und über Klicks auf den informiert werden soll. Kennen Sie aus Java bestimmt aus anderen Kontexten das Prinzip. Observer Pattern habe ich schon angesprochen. Und anstatt dass wir jetzt irgendwo ein Objekt erstellen oder eine Klasse erstellen, die dieses Interface implementiert, können wir auch gleich diese
Schreibweise benutzen. Wir erzeugen uns die Klasse als anonyme Klasse genau an der Stelle oder die Instanz einer solchen Klasse genau an der Stelle, wo wir sie brauchen. Und das hier ist die Callback-Methode. Die wird immer aufgerufen, wenn dieser Button angeklickt wird. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, selektiere doch mal bitte das Textview, was wir gerade hatten. Find View by ID, ID.MainTitleText. Das ist hier oben das. Und dann setzt da wieder den Inhalt, aber macht das nicht in dem Moment, wo die App startet, sondern macht das erst, wenn auf den Button geklickt worden ist. Also wir arbeiten jetzt schon eventbasiert. Wir legen uns einen Plan zurecht, was soll passieren, wenn auf diesen Button geklickt wird. Das ist das hier. Wenn die App startet, selektieren wir nur den Button und setzen diesen Listener. Und wenn wir jetzt unsere App nochmal neu starten, sehen Sie, oben ist noch der Originaltext, der in der XML-Datei auch referenziert wird. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann wird unser Plan ausgelöst, den wir hier in dieser anonymen Klasse definiert haben. Und wir ändern hier oben live durch einen Klick den Text oder den Inhalt von diesem Textview. Und damit würde ich Sie jetzt für heute in den Feierabend verabschieden. Nochmal Entschuldigung, dass ich nicht mit dem durchgekommen bin. Ich gelobe Besserung und ich kriege das auch im Laufe des Semesters erfahrungsgemäß immer ein kleines bisschen besser hin. Zum Anfang verzeihen Sie mir das noch. Sie können sich gerne als Vorbereitung auch auf die Übung nochmal die verschiedenen Lösungsvorschläge anschauen, die ich zu dieser Aufgabe bereitgestellt habt, habe ich auch ganz, ganz viele Kommentare ergänzt, damit Sie das auch selber nachvollziehen können. Und ich glaube, wenn Sie sich das nochmal anschauen, bevor Sie dann das Übungsblatt bearbeiten oder in die Übung gehen, sind Sie auch halbwegs gut vorbereitet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, gerne jetzt noch schnell in den Chat posten oder in Discord oder sowas posten. Aber ich würde sagen, für heute sind wir fertig. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie möchten, gerne bis nächste Woche dann mit ein bisschen mehr Struktur und ein kleines bisschen mehr Zeit einhalten. Vielen Dank und auf Wiedersehen.